Hallo zusammen, heute geht es um den Abstand und zwar den Abstand nach vorne und den Abstand zur Seite. Was gibt es da eigentlich für Regelungen? Und heute wollen wir mal ein bisschen Klarheit schaffen. Vor allem, falls du jetzt gerade deine Prüfung machst oder dabei bist, bleib dran, es lohnt sich. Und denk dran, wenn ihr Spaß dran habt, liken, kommentieren und ganz, ganz wichtig, abonnieren. Schau mal, da vorne haben wir eine rote Ampel. Jetzt müssen wir mal langsamer anfangen zu bremsen. Dann, Kopf sagt dem Fuß, hey, du musst bremsen. Fuß vom Gas, über die Bremse. Und jetzt beginnt ja der eigentliche Bremsweg. Das heißt, und für diese eine Sekunde Reaktionszeit hat man gesagt, okay, braucht man den sogenannten Sicherheitsabstand. Wir fangen mit dem Seitenabstand an. Wie viel Seitenabstand müssen wir überhaupt haben und zu wem? Es gibt eigentlich nur zwei Seitenabstände, die für uns relevant sind. Einmal der Seitenabstand zu dem ruhenden Verkehr, sprich zu den parkenden Autos zum Beispiel. Oder aber der Seitenabstand zu den Fußgängern und Radfahrern. Liebe Fahrlehrerkollegen, wir wissen, dass wir innerhalb geschlossener Ortschaft zu den Fußgängern trotzdem 2 Meter einhalten müssen, aber laut Gesetz und laut Verordnung erstmal, was der Fahrschüler wissen soll, innerhalb geschlossener Ortschaft zu den Fußgängern und zu den Radfahrern 1,5 Meter Seitenabstand und zu dem ruhenden Verkehr, sprich zum Beispiel zu den parkenden Autos, 1 Meter. Wir fangen erstmal an mit dem Seitenabstand von 1 Meter. Wozu ist er überhaupt da? Stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs, einer reißt die Tür auf und man fährt da voll rein. Jetzt ist die Schuldfrage ja nicht geklärt. Jetzt wird man feststellen, na gut, der hatte etwas weniger als 1 Meter Seitenabstand. Der andere hat nicht nach hinten geguckt, als er die Tür aufgemacht hat. Wir wissen ja alle, bevor wir die Tür öffnen, ne, mit der rechten Hand und schön nach hinten gucken. Jetzt hat derjenige das nicht gemacht, einfach die Tür mal aufgerissen. Somit bekommen beide Schuld. Also da ist halt die doppelte Sicherung. Einmal, ich sichere, bevor ich aussteige, bevor ich die Tür aufmache, sichere ich nach hinten ab. Und der andere, der unterwegs ist, beziehungsweise wir als Verkehrsteilnehmer, wir haben 1 Meter Seitenabstand. Das ist die sogenannte Türlänge, Türbreitenlänge. Wie schätze ich das Ganze ein? Es ist am Anfang ganz normal, dass man es nicht so gut einschätzen kann, wie einer, der schon jahrelang Auto fährt. Aber ihr könnt ja eure Armlänge ausmessen, wie lang die ist. Und wenn ihr das schafft, dass die 1 Meter lang ist, und ich glaube, meine Armlänge ist ungefähr 1 Meter, so eine Armlänge ist auf jeden Fall mindestens an Bedeutung. Bei dem ruhenden Verkehr ist es aber manchmal so, dass ich den Seitenabstand nicht einhalten kann. Dann sagt man immer, hey, okay, zum ruhenden Verkehr, wenn du den Seitenabstand von 1 Meter nicht einhalten kannst, hey, gar nicht so schlimm. Du darfst mit mäßiger Geschwindigkeit oder mit der Schrittgeschwindigkeit oder mit Tastgeschwindigkeit, je nach Situation, weiterfahren mit weniger Abstand. Muss aber natürlich darauf achten. Man sieht das ja meistens in den Außenspiegel oder in den Leuchten, ob der Motor angeht oder wie auch immer. Es gibt ja viele Tricks zu sehen, dass da jetzt einer losfahren möchte oder dass da einer im Auto sitzt. Ich weiß, der muss warten. Ich weiß, der muss nach hinten gucken. Aber nichtsdestotrotz gilt da die doppelte Sicherung. Bittet euren Fahrlehrer darum, dass er irgendwo in einer ruhigeren Gegend euch anhalten lässt mit einem Seitenabstand zum parkenden Verkehr. Die Scheibe schneidet nämlich bei einem bestimmten Abstand, also wenn ich den Asphaltrand nehme und hier durchgucke praktisch, dann schneidet die Asphaltfläche einen bestimmten Bereich von der Scheibe oder einen bestimmten Bereich von der Motorhaube. Wir haben das nämlich in der Fahrschule so gemacht. Jetzt verrate ich euch ein kleines Geheimnis. Wir haben da zwei Rallye-Streifen deswegen aufgeklebt. Jetzt habe ich mir den Punkt gemerkt und jetzt kann ich zu der Seite immer diesen 1 Meter einhalten. Du hast immer einen anderen Blickwinkel praktisch. Manche gucken von hier, manche von weiter hinten. Sobald ich ein bisschen seitlicher sitze, klappt das nicht mit den Streifen oder weiter rechts ebenfalls nicht. So. Ich muss nämlich auch gerade sitzen, deswegen ist die Sitzeinstellung ja so wichtig. Aber da haben wir auch schon ein tolles Video für euch. Oder ich merke mir, das ist der Punkt, wo der Asphaltrand praktisch die Scheibe schneidet. Und wie gesagt, wenn ich weniger habe, ist erstmal in der Regel nicht schlimm. Aber dann darf ich bitte auch nur so schnell fahren, dass ich jederzeit rechtzeitig anhalten kann. Zu dem Seitenabstand von den ganzen Radfahrern und Fußgängern. Da ist es nämlich etwas anders und da haben wir den Unterschied. Wenn ich keinen Seitenabstand einhalten kann von 1,50 Meter zu den Fußgängern und Radfahrern innerhalb geschlossener Ortschaft, dann bleibe ich dahinter. Ja! Und überhole da auf gar keinen Fall. Außerhalb geschlossener Ortschaft gibt es ja eine neue Regelung. Und zwar außerhalb geschlossener Ortschaft ist es so, dass wir sogar 2 Meter zu Fußgängern
und Radfahrern haben müssen. In der Prüfung zum Beispiel einen Seitenabstand von weniger als 1,50 Meter innerhalb geschlossener Ortschaft zum Radfahrer oder zum Fußgänger hat, durchgefallen. So, wenn ich am Fußgänger vorbeifahren möchte, dann auch hier mit Blinker und denk dran, einen Seitenabstand von 1,50 Meter. Wir sind innerhalb geschlossener Ortschaft, mindestens. Wenn ich den nicht einhalten kann, bleibe ich dahinter. Bitte, wirklich. Das ist das Beste, was euch in der Prüfung passieren kann. Ein Radfahrer, der vor euch fährt und ihr könnt ihn einfach nicht überholen. Hey, die Prüfung geht nicht nach Metern oder Kilometern, die geht nach Zeit. Zum Vorausfahrenden gibt es 4 Abstände. Also erstmal sind 3 für uns relevant. Es gibt den sogenannten normalen Abstand. Dann gibt es den verkürzten, den doppelten Abstand und den sogenannten Leitpfostenabstand. Okay, genug mit der Aufzählung. Jetzt kommt es nämlich drauf an. Und zwar, jeder von euch kennt den sogenannten normalen Abstand, der sogenannte 2-Sekunden-Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Oder man sagt einfach die Hälfte der Geschwindigkeit in Metern. Das bedeutet, wenn ich 50 fahre, dann die Hälfte davon 25 Meter und wenn ich 100 fahre, dann die Hälfte davon 50 Meter. Ja, du hast richtig gehört. Bei 50 müssten wir bei dem normalen Abstand 25 Meter haben. Dann, habe ich euch gesagt, gibt es den sogenannten doppelten Abstand. Für wen gilt der doppelte Abstand und wann gilt dieser? Also der doppelte Abstand, der gilt nicht für den normalen Pkw-Fahrer. Eigentlich in der Regel nicht. Es sei denn, man hat einen Anhänger dran und der gesamte Zug ist länger als 7 Meter. Dann gilt der sogenannte doppelte Abstand, den nennt man auch den sogenannten Einscherabstand. Der Einscherabstand gilt natürlich nicht in einem Überholverbot oder aber ihr habt mehrere Fahrstreifen in eine Richtung, was auch ziemlich logisch ist. Der Gesetzgeber sagt, der doppelte Abstand gilt für Kfz mit besonderer Geschwindigkeitsbeschränkung und für Züge über 7 Meter Länge. Kfz mit besonderer Geschwindigkeitsbeschränkung, das bedeutet außerhalb geschlossener Ortschaft, wenn nichts anderes vorgeschrieben, dürfen wir ja 100 km/h fahren. Das ist so viel zur Geschwindigkeit. Und manche Kfz können keine 100 fahren oder dürfen nicht 100 fahren. Das sind die sogenannten Kraftfahrzeuge mit besonderer Geschwindigkeitsbeschränkung. Nehmen wir mal an, ein LKW, so ein LKW über 7,5 Tonnen, der darf außerhalb geschlossener Ortschaft nur 60 fahren. Oder wenn ich ein Handwerkerfahrzeug habe, zum Beispiel so ein 7,5 Tonner oder zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen, die dürfen eigentlich 80 fahren. Sobald ich aber da einen Anhänger hinten dran habe, halt nur 60. Nichtsdestotrotz gilt für die besondere Geschwindigkeit. Das heißt, eine andere Geschwindigkeit, eine kleinere Geschwindigkeit, wie für die Pkw-Fahrer. Außerhalb geschlossener Ortschaft gilt definitiv der Regelabstand. Der doppelte Abstand gilt für uns nicht, weil wir nicht über 7 Meter Länge haben. Keine besonderen Geschwindigkeitsbeschränkungen für uns gelten. Schaut mal, wir haben hier die Leitpfosten und von einem Leitpfosten bis zum nächsten haben wir ungefähr, also nicht ungefähr, sondern da haben wir immer 50 Meter. Außer in Kurven an Brücken, da könnten die auch mal dicht nebeneinander stehen. Aber ansonsten 50 Meter. Und wenn wir 100 fahren, die Hälfte davon sind 50 Meter. Ja, also der Gesetzgeber sagt ja, der sogenannte 2-Sekunden-Abstand oder die Hälfte der gefahrenen Geschwindigkeit in Metern. Jetzt fahren wir 100 km/h. Und von einem Leitpfosten bis zum nächsten haben wir halt die 50 Meter und jetzt halten wir die auch. Das passt. Wenn während der am anderen Leitpfosten ist, bin ich an diesem und somit weiß ich, ich habe hier mindestens 50 Meter Abstand. Das sind aber die geforderten Mindestabstände. Wenn ich jetzt statt 50 Meter 100 Meter habe, ist vollkommen in Ordnung. So, der sogenannte 2-Sekunden-Abstand, das kann ich auch so nachmessen. Ich fixiere mir gleich einen Punkt, wo der Vordermann von mir ist. Ja, zum Beispiel, der fährt gleich am Leitpfosten vorbei und dann fange ich an zu zählen. So an dem 23, 24, 25. Es hat 3 Sekunden gedauert, bis ich den Leitpfosten erreicht habe, wo ich angefangen habe zu zählen. Ne? Und dementsprechend habe ich von dem Vordermann jetzt auch sogar einen 3-Sekunden-Abstand gehabt, was aber auch völlig in Ordnung ist. So, jetzt haben wir hier die typische Situation, eine rote Ampel. Wenn ich jetzt mit Sicherheitsabstand dahinter bleibe, ist der Blödsinn. Ja? Weil jetzt bin ich die ganze Zeit auf der Bremse. Das heißt, ich spare mir die Reaktionszeit. Die Reaktionszeit habe ich ja nur, solange ich den Fuß nicht auf der Bremse habe. So, und wenn ich anhalte, das ist auch ein guter Tipp von mir. Ja, wie viel Platz lasse ich da? Da habe ich immer gesagt, wenn ich vom Vordermann die Reifen nicht mehr sehen kann, das gilt natürlich nicht für alle Autos, das ist mir wohl klar. Ja? Aber wenn ich so weit vorfahre,
dass ich dann die Reifen vom Vordermann nicht mehr sehen kann, weil die unter der Stoßstange verschwinden oder unter meiner Motorhaube verschwinden, dann weiß ich, okay, es ist genug Platz und ich kann notfalls immer noch rangieren, falls Sonderfahrzeuge kommen, so zum Beispiel Krankenwagen oder Feuerwehr, ne, so dass ich dann auch immer noch zur Seite fahren kann. Jetzt gibt es da natürlich eine kleine Ausnahme für, und diese gilt aber nur innerhalb geschlossener Ortschaft. Und zwar kennt das auch jeder Fahrschüler oder jeder Verkehrsteilnehmer, die sogenannten 15 Meter innerhalb geschlossener Ortschaft. Diese 15 Meter gelten aber nur dann, wenn ich durch das Auto durchgucken kann, welches vor mir fährt, wenn ich an der Seite vorbei, drunter, drüber irgendwie vorbeischauen kann. So, da kommt die Ortseingangstafel und jeder hat das mal in seiner Fahrschule gelernt. Ja, innerhalb geschlossener Ortschaft müssen wir 15 Meter zum Vordermann einhalten, den sogenannten verkürzten Abstand. Also nochmal zur Wiederholung, dieser gilt wirklich nur dann, wenn ich durchgucken kann, dran vorbei, drunter, drüber gucken kann. Ja? Also ansonsten darf ich es nicht. Woher weiß ich, dass ich zum Vordermann 15 Meter habe? Und da kann ich sehen, hier vor mir fährt ein Auto und dann gucke ich nämlich, daneben habe ich nämlich geparkte Autos. Und so, dass ich immer drei geparkte Autos zwischen uns habe, dann komme ich auf die 15 Meter Sicherheitsabstand. So einfach ist das Ganze innerhalb geschlossener Ortschaft. Und dann habe ich euch erzählt, gibt es den sogenannten 50 Meter Abstand, der sogenannte Leitpfostenabstand. Dieser gilt für alle LKWs über 3,5 Tonnen und Kraftomnibusse. Der gilt nur auf der Autobahn. Das bedeutet nur auf der Autobahn, auch nur bei einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h. Du sagst, hey, auf der Autobahn fährt man doch auf jeden Fall schneller als 50. Ja, schon, aber wenn wir eine Sichtweite von weniger als 50 Meter haben, fahren wir maximal 50. Es gibt sogar ein Verkehrszeichen, welches den Mindestabstand vorschreibt. Zum Beispiel auf Brücken sieht man das ganz, ganz häufig. Und zwar für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse und Zugmaschinen, ausgenommen PKW und KOM. Aber dieses Verkehrszeichen gilt auch nur für Fahrzeuge mit gleicher Bauart. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Tom von der Fahrschulakademie. We'll be right back.